So, back in action, 2 Uhr morgens, wir spielen noch RimWorld weiter. Ich habe jetzt übrigens das Werbefenster oben noch drin gelassen. Ist jetzt nicht so schlimm, es werden 2 Leute verdeckt. Egal, Patreon gibt's jetzt. Es gibt aktiven Support und ich sag's nur einmal jetzt und lass es dann wieder verschwinden. Zuletzt, ja, Firelli und Franzi sind gestorben, da haben wir aufgehört, weil diese Mauerstruktur total für den Arsch ist, denn letztendlich hat das alles nicht funktioniert. Die Leute sind immer wieder aus dem Schussfeld rausgelaufen. Deshalb müssen wir sie alle einfach wegwämmeln. Oh, jetzt habe ich natürlich hier auch noch so Geschütze hingebaut. Beziehungsweise, was ist mit den anderen passiert? Die werden noch abgebaut. Das ist ja alles in Ordnung, dann saugen die mir die Batterien nicht so leer. Achso, Jordi dreht in seiner Handwerkertätigkeit noch ein paar Joints. IKEA-Stammkunde hat keinen Hut mehr. Hat er seinen Hut auf dem Weg verloren? So, alles klar. Aber sonst geht's der Kolonie eigentlich ganz gut. Ich sag's, ich riskiere es heute mal, es zu sagen. Die Geschütze baue ich aber trotzdem ab. Und da schaue ich nämlich gleich mal, wie ich die noch setze. Da müssen wir versuchen, eine Dreierstruktur zu machen. Oder noch besser, wir machen 2 Steinfelder, dann 3 Sandsäcke und wieder 2 Steinfelder. Dann kann ich nämlich 2 Schützen dahinter verstecken und ein paar Leute hinter den Sandsäcken, die Nahkämpfer. Fühlt sich eigentlich keiner dazu berufen, mal die Leute hier wegzuschleppen? Warum ist das Dromedar eigentlich nicht das Heu? So, mal eben schauen. Kalkstein, Kalkstein. Willst du noch mal etwas wie Pillars of Eternity spielen, wird gerade gefragt. Wahrscheinlich. Proof, was machst du, wenn giftiger Niederschlag eintrifft? Die Leute alle unter dem Dach stellen. Ist sogar schon passiert. Das müsste eigentlich auch im aktuellen LP schon passiert sein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann sollten die Leute mir auch nicht aus dem Schussfeld rausrennen. Zu wenig Stahl für einen Sandsack. Da unten ist noch Stahl. Generell, wenn ich jetzt irgendwo einfach in den Berg reinbuddel, werde ich ja wohl nochmal Stahl finden. Bis ich den Tiefenscanner habe, vergeht noch ein bisschen Zeit. Und warum werden Franzi und Firelli nicht mal langsam eingebuddelt? So, schauen wir mal, was der Großhändler hat. Zum einen habe ich 8 Tonnen Futter. Und so ein Blödsinn wie Affenhaar oder Schweinehaut, Chinchillafell, Wasserschweinhaut, das sind alles Sachen. Ich gebe euch 5 Kräutermedizin, die schon ein bisschen kaputt sind.
Unsere Rauchblatt-Joints könnte auch ein paar haben. Ambrosia ist gerade mal ein bisschen... So, von euch kaufe ich jetzt den Stahl auf. Habt ihr noch irgendwas? So, die Kleidung von den Toten. Kamelhaar, Cowboyhut, exzellent. Ach so, der wird wahrscheinlich gerade erst hergestellt. Plus minus null durch. Stahl in einem Sandsack, das ist korrekt. Der Chat ist verwundert. Oh, ein Handelsschiff in der Nähe. Proof. Ruf die mal an, weil die haben Bauteile. Und die auch schweineteuer. Oder ich nehme ein Eichhörnchen. Für 97 Dollar. Zahnprothese. Ersetzt verlorene Zähne mit hölzernen. Ersatz, denke ich mal. Boah, diese Dreifachraketenwerfer, die sind so heftig. Vor allem, um seine eigene Basis in die Luft zu sprengen. Ach komm, Joints können wir noch genug produzieren. Nee, Timberwolf, da muss ich immer Fleisch haben. Ich kann die zwar trainieren, aber... Bauteile sind... Obwohl, ich habe noch ein einziges Bauteil. Das kann doch alles wieder nicht sein. Wo sind die alle hin? Ach, wahrscheinlich wegen den Geschützen, ne? Egal, ich verkaufe erstmal die Drogen. Den Bereich muss ich auch begradigen. Und wenn wir schon dabei sind, hackt die ganzen Bäume hier weg. Dann können die sich da auch nicht verstecken. Toll, Sonneneruption. Ein neues Gebiet wurde entdeckt. Ja, ein Loch. Ich habe übrigens ganz schlimm geträumt. Ich habe nämlich von einer Ex-Freundin von mir geträumt. Letzte Nacht. Also, beziehungsweise in der Zeit, wo ich ganz kurz mal eingeschlafen bin. Das war schon kranker Tobak. So, ein Schalter, damit wir die abschalten können und die Geschütze nicht permanent Energie saugen. Kimi braucht eine Behandlung. Ach, ich glaube wegen dem Tumor. Ja, zurzeit ein Krebsgeschwür. Mach du das mal eben. Na, ich hoffe mal, dass der Tumor einfach irgendwann wegfällt. Wir haben es immer noch nicht geschafft, unsere Leute zu begraben. Hatte ich nicht eigentlich die anderen beiden Herrschaften von uns? Ach so, die Gräber sind da drunter. Aber ich glaube jetzt, die Franzi
Die verbrenne ich einfach. Und die Firelli. Franzi hat eh mein Herz gebrochen. Ich möchte die nicht begraben, ich will die verbrennen. Ach so, geht zurzeit nicht. Später. Wir haben doch bestimmt auch eine ganze Tonne Holz noch, oder? Ja, 1800 Holz. Kack die Wand an. Ich baue neue Fallen. Aber ich möchte die ein Stück weiter nach vorne ziehen. 1, 2, 3... damit ich die Geschütze hier vorne hinsetzen kann. Zentral und hier die Sandsäcke an den Seiten. So, die Sonnenstürme sind rum. Proof ruht sich gerade aus, das solltest du lieber sein lassen. Und fang lieber mal an, Leichen einzuäschern. Damit die endlich mal hier vom Müllplatz verschwinden. Ja, schnapp sie dir. Schnapp sie und schmeiß sie ins Feuer. Schmeiß Schneewittchen ins Feuer. Ein Sarkophag bitte für die? Nein. Ich glaube, da ist auch gerade Firelli oder Franzi. Yeah, wir haben Malaria. Tja, anscheinend fühlt sich aber keiner gerade verpflichtet. Den Herrschaften zu helfen. Die wollen sich gerade nämlich schon gegenseitig heilen. Ja, mach mal sauber hier drin. Kann ja keiner mehr sehen. Nachher holen sie sich noch sonst irgendwas. Wie nett der Salamander ist. Er hat mir erstmal Bären gegeben und ich habe direkt erstmal eine Vergiftung. Eine Lebensmittelvergiftung deshalb. Schon wieder! Jetzt lass die scheiß Bären da liegen, Salamander. Vor allem, warum vergifte ich dadurch? Also beziehungsweise, warum kriege ich eine Lebensmittelvergiftung? Ja, schön. Erstmal in den Flug gekotzt. Es sind Bären, sie sind frisch gepflückt. Das kann ja kaum so scheiße sein, wie man sich das vorstellt. So, jetzt gerade wird Franzi verbrannt. Juhu! Feierliches Begräbnis. So, alle Frauen werden jetzt auch noch durch das
böse Brummen getötet, beziehungsweise geärgert. So, wie ihr nichts zu tun habt, Feldarbeit oder Putzen? Ja, du bist ja am Forschen. Ach, das sackt mich alles so ab. Ja, du sollst da mit einem Arm die Sachen rumtragen. Machen wir noch den dritten Kalkstein. Normal sollte man ja relativ weit entfernt setzen. Weil die Falle ja entweder mal so ein Bein verletzt oder... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwölf, 18, 18 mal 7 habe ich noch genug. Ja. Du machst das IKEA, du baust unsere Sachen auf. Haben wir eigentlich keine... Wir haben wirklich null Bauteile jetzt, oder? Fühlt sich auch keiner dazu aufgefordert, mal was im Bergbau zu machen. Weil das wäre Salamander und ich. Und wir liegen leider beide gerade auf der Krankenstation, weil wir Malaria haben. So, jetzt kriegt ihr mal Glitzermedizin. Damit die Immunitätsrate ein bisschen schneller ist. Aber ich glaube, ihr seid aus dem Schlimmsten raus. Eine zweite Verteidigungslinie bauen. Also ich muss erstmal die erste Verteidigungslinie immer vernünftig bauen. Fucking Malaria, ey. Aber sieht gut aus. Der Immunitätswert übersteigt schon. Den Infektionswert. Übrigens schön mit den üppigen Mahlzeiten, es dauert aber einfach zu lange. Ich werde das mal eben umändern.
Warum bist du angepisst? Ach so, wegen dem psychischen Brummen. Deshalb gehst du jetzt erstmal ins Bett. Kannst du nicht auch einen rauchen? Weil wenn du jetzt eh die Nacht durchpennst. Wird es deine Stimmung ja ausreichend heben. Ach scheiße, Kimi, du musst nochmal aufstehen. Du musst die nochmal behandeln. Kochen wir natürlich auch ich. Verwandtschaft. Bogenschütze Baga, die Verlobte von Stammesmitglied Kimi. Was hat Kimi so alles gemacht, bevor sie hier angekommen ist. Nicht, dass sie gleich mit dem mitkommen will. Ich gehe mit meinem Verlobten. Ach so, scheiße, das habe ich jetzt... Oh, ich habe aus Versehen leckere Mahlzeiten drin gelassen und habe das andere rausgenommen. Die soll aber normale Mahlzeiten machen. Einfach weil es schneller ist. Also kocht die bedeutend schneller. Und ach so, die isst auch super langsam, weil die hat ja noch keinen Kiefer. Da haben wir ja noch ein Prothesenproblem. So, psychische Brumm hat aufgehört. Krankheiten zacken einfach. Hieß doch gerade, es kümmert sich schon jemand um den. Und es kommt kein Schwanz, den zu behandeln. Ja, super, jetzt geht's. Genau, gib den beiden mal ein bisschen Rauchblatt. Ich finde es immer so krass, im einen Moment hast du wirklich gar nichts zu essen. Und plötzlich hast du das ganze Lager einfach voll mit einem Haufen Scheiße und kommst überhaupt nicht mehr hinterher, das zu verarbeiten. Immerhin werden wir Malaria überleben. Ich soll nicht mal 35 Stahl haben. 15, 15, ja okay.
Na, wann seid ihr mal immun? Kann sich ja nur noch um Jahre handeln. 92%, also noch ein Tag in etwa. 1,5 Tagen. Ich würde glatt sagen... Noch 2 Behandlungen. Oh mein Gott, ich habe auch ganz viel Hopfen angesammelt, aber ich habe ja im Moment gar nichts, womit ich den Abbau machen könnte. Mach mal alles sauber, ist alles dreckig. Ist alles dreckig. Bau später einen Fernseher in der Krankenstation. Ich glaube, ich kann zurzeit noch keinen bauen. Muss ich noch erforschen. Ich glaube, die brauchen nicht mal mehr eine Behandlung. Ja. Vor allem schön, wie ich den jetzt kaputt machen würde. Also beziehungsweise erweitern. Ach komm, ich erweitere ihn einfach nach Süden. Irgendwo muss das ganze Futter ja hin. Und ich muss auch mal anfangen, Bier zu brauen. Dann machen wir am besten... So ein bisschen hier... Bauen wir uns hier unten rein, dann machen wir hier eine Fermentierwerkstatt beziehungsweise unser kleines Drogenlabor rein. Das passt ja immer zu Höhlen. Sehr schön, Salamander ist durch. Und Proof ist in 1 Sekunde durch. Nein, er braucht noch einmal eine Behandlung. Dann kann er auch wieder in seinem normalen Bett schlafen gehen. Endlich gibt es Leute, die auch mal arbeiten. Aber es ist schon irritierend, wenn es keinen Winter gibt, ne? Proof, du musst leider nochmal aufstehen. Und stör Kimmy im Schlaf. Ich kann natürlich den rechten Lungenflügel auch rausnehmen. Was man halt mit Krebs ganz gerne mal macht, ne? Hat der Krebs schon gestreut? Kann man ihn auch rausschneiden?